Ich habe für euch heute wieder eine Sendung gemacht, in dem ich für euch die Themen zusammengemalt habe. Hier haben wir 5 Farben, aber es sind 4 Themen. Das erste Thema ist, die Lufthansa möchte einen verlässlichen Flugplan aufstellen. Zweites Thema ist eine Art, eBay für Vielflieger. Lufthansa möchte Upgrades am Gate versteigern. Die LOT hat einen Sprecher, der relativ lustig ist, der gesagt hat, sinngemäß, wer gegen die Bordtür pinkelt und die Hose runterlässt, kriegt bei uns ein lebenslanges Flugverbot. Wir erinnern uns an Air India und wir haben einen Deal, so einen Deal mit der Lufthansa respektive mit der Swiss von Stockholm über Frankfurt oder Zürich nach Colombo. Heute eine kurze Folge, kurze, schmerzlose 4 Themen für euch. Und zwar geht es dann zum Stammtisch hier in Wien. Ich bin hier im Anders in Wien, sitze am Schreibtisch mit meiner Palette und male dort Bilder. Nein, das ist das Welcome-Geschenk. Und zwar sind das die Anders Art Pralines. Die rote ist ein Chili Peanut, die blaue ist ein Earl Grey Tee, das gelbe ist Grapefruit und das weiße ist Kokosnuss, Kardamom und das schwarze ist Salted Karamell. So, aber finde ich eine sehr schöne Idee. Dann lasst uns die heutige Folge bepinseln und bemalen. Ich selber von einem Termin zum anderen gehechelt, deshalb leger die Haare auf 7:30, aber hey, was tue ich nicht für euch? Die Lufthansa hatte im vergangenen Jahr natürlich ein riesiges Problem mit der Zuverlässigkeit und da ist laut Jens Ritter natürlich auch viel Luft nach oben. Hey, da haben wir keine 2 Meinungen. Jens Ritter, wir klommen im Club. Wir hatten das Problem ja schon erkannt länger. Und jetzt möchte man das Ganze mit einer neuen App ändern. Viele von euch haben eventuell die App schon als Beta-Version. Ich selber auch. Und man sei mit allen Systempartnern jetzt in engerer Kooperation, um so ein Chaos im Sommer zu ändern. Die Dienstleister und die Lufthansa selbst, die haben die Abläufe nochmal optimiert, haben jetzt übrigens auch geschultes Personal. Damit alles zusammenspielt, drehen wir jeden Stein einzeln um, ist ein Zitat. Ritter erinnerte an das wirkliche sprunghafte Wachstum im vergangenen Jahr. Hey, haben wir schon lange drüber uns unterhalten. Aber er machte da dann keine großen detaillierten Angaben, denn sein Ziel ist es, einen verlässlichen Flugplan aufzustellen. So fair, so what? Derzeit verzeiht das Luftverkehrssystem keinen einzigen Fehler. Jedes noch so kleine Sandkorn lässt das Getriebe knirschen. Ja, natürlich, weil alles auf Kante genäht ist, weil wirklich keine Luft ist für Fehler, weil man kein Personal hat oder Flugzeuge hat, wo man irgendwelche Probleme ausfedern könnte. Oder aber auch natürlich bei den Sicherheitskräften ist alles spitz auf Knopf genäht, wie das auf Deutsch so schön heißt. Da kann man natürlich, wenn eine Line oder sowas voll ist, hat man kein Personal, um da was zu machen. Nun gut, man möchte 2025 ein Rekordergebnis erreichen, sagte Ritter, um auch in Zukunft eine der führenden westlichen Fluggesellschaften zu bleiben, werde das Lufthansa-Produkt natürlich neben 30.000 neuen Sitzen und renovierten Lounges auch die erneuerte Lufthansa-App bekommen. Über das stärker personalisierte Smartphone-Programm kann man dann Umbuchungen selber steuern. Wesentlich besser. Ich hoffe mal, dass das auch funktioniert. Einfacher Tickets kaufen, schnelle Reiseinformationen oder Gutscheine erhalten. Wäre gut. Die vorhandenen Dienstleistungen an Schaltern oder die Callcenter würden dafür nicht eingeschränkt, heißt es. Also das heißt, man möchte wirklich das Angebot damit erweitern. Das wäre ja toll, dass die Leute, die über die App damit klarkommen, dass das eine coole Sache ist. Konkret soll die App jeden Passagier an der digitalen Lufthansa-ID erkennen. Jetzt wisst ihr auch, warum die Lufthansa auf die ID umschwenkt. Und alle Reisen automatisch begleiten. Bei Störungen oder auch bei Sonderwünschen kommt der Chatbot zum Einsatz. Er soll individualisierte Vorschläge machen. Ja, aber das hat ja noch nie funktioniert, muss ich dir ehrlicherweise gestehen. Chatbots waren für mich nie zufriedenstellend, so dass ich direkt nach einem Operator gefragt habe. Das war meine Meinung. Spannend finde ich halt wirklich auch die Aussage mit der App. Aber die App ist halt wirklich so, dass die App nicht wirklich zuverlässig arbeitet und man auch da nicht
wirklich die Flüge buchen kann, die man will, weil die App schlägt einem ja auch nur das vor, was man erlaubt. Und ihr wisst ja selber, dass es manchmal Wettbewerberflüge gibt, die wesentlich schneller ans Ziel sind. Aber Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, die Sitze werden cool. Allegris, die Hautcreme, wird da ihr Wunder machen und wird dann die Falten auch rausschlagen. Jetzt ist ein neues Thema, und zwar, man erneuert nicht nur bei der App alles, bei der Flotte alles, auch beim Servicegedanken, sondern es gibt eine Art eBay am Gate. Seit vergangenem Herbst hat die Lufthansa natürlich auf die 787-9er Dreamliner gewartet. Die USA-Ziele sind ja auch bekannt gegeben worden. Und da ist es so, dass man auch an einer Green Lounge in München arbeitet. Und da ist es so, dass man dort passende Lebensmittel, Baumaterialien haben möchte, die dann auch für die Zielgruppe passend sind. Man wird also ökologisch beim Fliegen in der Lounge. Was ich spannend finde, ist, einmal auch, dass künstliche Intelligenz für Flugstreichung benutzt werden soll. Das heißt also, dass natürlich dort die KI vielleicht wesentlich schneller und aber auch besser Themen abarbeiten kann, wenn es um ja, irreguläre Sachen geht, wie zum Beispiel eine Gruppe aus einer Kreuzfahrt oder man hat halt eine Gruppe, die irgendwo hin will und man hat einen Flug, da hat man 10 Leute nach Hannover drauf. Also diese ganzen Variablen, die kann eine KI wahrscheinlich wesentlich besser prognostizieren. Und auch mit der App, mit den neuen Features. Aber das, was ich richtig spannend finde, ist, dass man ein Echtzeitbieten auf Upgrades anbieten möchte. Ein eBay. Ja, das ist ja wohl richtig geil. Und zwar ist es so, dass man am Gate Gäste auf freie Plätze ein Gebot abgeben. Andere Gäste können mitbieten, eben genauso wie viele Menschen das von eBay bereits gewohnt sind. So hat es Jens Ritter gesagt. Findet ihr das cool? Ich weiß es nicht. Ich meine, wie soll das funktionieren? Wollen Sie noch einen Business-Class-Sitz kaufen, jetzt und hier aus der Economy-Class, 129 Euro, ja, der Herr da vorne in dem schwarzen Sakko, ja, 130, 135, 140, ja, und hier Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und darf es noch eine Salami dazu sein? Wunderbar. Weiß ich nicht, ob am Flughafen das richtige Ambiente ist und ich weiß auch nicht, ob die Flugbegleiterinnen, ach nee, das sind ja die Check-in-Leute, ob die bei der WISAG ausgebildet worden sind in Auktionstechniken. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft, aber ich finde das richtig geil, dass man so eine Karte hat. Ich, hier, Nummer 22, ich biete auf den Flug. Ja, hier, ja. Also ich finde das amüsant von der Idee her, aber wenn wir ehrlich sind, schwierig. Was auch schwierig ist, ist, wenn ihr diesen Post, den ich hier rein gepastet habe, der zwar polnisch ist, Damian kann den vielleicht für uns übersetzen. Ich werde den auch für euch übersetzen von dem Sprecher der LOT. Und zwar ist es so, eine eher irritierende Twitter-Leistung des Kollegen von LOT hat dort Schlagzeilen gemacht, weil ein betrunkener Passagier im Galley-Bereich an die Tür gepinkelt hat auf dem Flug von den USA nach Warschau. Leider wurde nicht gesagt, von wo aus den USA. Und er hat dann seine Hose ausgezogen, hat dann an die Tür gepinkelt. Und so war das dann. Und bei der Air India gibt das 4 Monate Flugverbot. Bei der LOT steht so sinngemäß drin, dass er damit Lifetime-Ban bekommen hat. Das ist etwas, was natürlich nicht cool ist. Wir wollen alle einen Lifetime-Status haben, aber wir wollen auch niemals einen Lifetime-Ban haben. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu, dass er geschrieben hat? Und der Text lautet übrigens eine Übersetzung. Wie werde ich blacklisted bei einer Fluggesellschaft und fliege nie mehr mit dieser Fluggesellschaft? Ich besaufe mich, ziehe meine Hose aus und meine Unterhose in the Buffet, so, pinkel auf die Innenseite der Tür von einem Flugzeug und du bist blacklisted. Hashtag no profit, PS. Ich habe nie geglaubt, dass ich so einen Tweet
senden werde. Damian, schau nochmal nach, ob das richtig übersetzt worden ist. Und, ist das in euren Augen richtig ein lebenslanger Bann? Oder wäre da eventuell so der Mittelweg zwischen 4 Monate Air India und lebenslang bei Lott? Bin ich mal gespannt. Und wahrscheinlich wird er dann auch irgendwann lebenslang bei Starlines geblacklistet, weil man bei der Starlines solche Blacklisten ja austauscht. Ein Starlines-Flug für euch, den ich auch rausgesucht habe, ist der Deal mit der Lufthansa der Swiss von Stockholm über Frankfurt oder dann Zürich nach Colombo. Colombo ist übrigens in Sri Lanka. Und in der Buchungsklasse P gibt es natürlich Meilen, aber nur 100% ohne den 200er Bonus oder die 150% Bonus. Und der Flug kostet mit 1299 Euro einen guten Deal zu machen. Gibt auch in Sri Lanka mittlerweile Hilton Hotels, also wer ein Hilton Fetischist ist, findet das auch dort. Und jetzt gucken wir uns mal die Entfernungen an. Die Entfernungen von Stockholm nach Frankfurt sind 761 Meilen, 5013 Meilen sind es von Frankfurt bis nach Colombo. Hin und zurück sind es also 11.549 Meilen. Jetzt sagt ihr, hey, mich interessieren die Meilen von der Entfernung her nicht. Ich will lieber wissen, wie viele Meilen ich bekomme. Kein Problem, habe ich für euch rausgesucht. Air China 18.580, Singapore Airlines 14.430, 11.544, bei der United, bei der Copa, bei der LATAM, bei der Thai, bei der Lufthansa Miles and More gibt es 11.526. Ich weiß nicht, warum aus 544 526 werden. 10.786 bei der All Nippon, 1.518 bei der Kesse. Der Türke, EVA, Äthiopien, Air New Zealand, Asiana, South African, aber auch Aegean. 0 Punkte. 0 Punkte. Ja, bevor ich hier 0 Punkte von euch kriege, wir haben schon 4:30. Ich habe einen Termin um 5 Uhr. Ich muss also hier ganz schnell einen Wrap-up machen. Danke euch, dass ihr heute auch wieder bei Frequent Traveler TV geschaut habt. Danke für eure Loyalität. Aber auch freue ich mich auf euch, die hier in Wien hier seid und mit mir oder mit uns gleich feiern werdet. In der Stiegelambulanz, so ist es richtig. Ich hoffe nicht, dass die Ambulanz kommen muss. Und denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen und vor allem kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Also danke und, WhatsApp-Nummer habe ich gar nicht drin, aber ihr findet sie in der Kommentarspalte. Verlosung ist heute Abend, wir sind alle freudig erregt. Ich melde mich jetzt ab und wünsche euch erstmal alles Gute und ich melde mich ab jetzt hier. Also tschüss, genug gesabbelt. Bis dann, ciao.